Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer singt besser? Eltern oder Kinder? Heute im Team der Kinder sind Lukas, Jonas, Emily, Bella und Sophia. Und im Team der Eltern sind Bernhard, Josef, Katharina, Rosa und Katharina, Franziska, Entschuldigung. Und unsere wunderbare Jury bestehend aus Uwe, Luisa, Kiana und Jakob sowie Onum, welcher bereits den Hauptgewinn, das blaue Ei, bei sich trägt. Sehr gut. Und jetzt zur Show. Als erstes tritt an Lukas aus dem Team Kinder. Bist du bereit, Lukas? Ja. Na dann, Musik ab. Wir machen heute Kochereien. Backen, Cupcakes oder ne, schöne Torte. Torten sind schön und lecker. Wir machen da drauf noch leckere Sahne dazu. Rezept. Okay. Sehr schön, Lukas. Sehen wir, was die Jury dazu sagt. Uwe, bitte sag deine Meinung zuerst. Also, das Lied hat mir überhaupt nicht gefallen. Von mir kriegst du leider keinen einzigen Punkt und hast ein Nein. Lisa, bitte gib deine Meinung kund. Also ich fand, dass es ein wirklich schreckliches Lied war. Es tut mir leid, aber es ist schrecklich. Von mir bekommst du leider nur einen Punkt als Trost, weißt du? Tut mir leid, Kleiner. Okay, harte Jury. Und was ist mit dir, Kiana? Was gibst du für Fehlerpunkte? Tut mir wirklich leid, das Lied war leider nicht gut. Deswegen gibt's dafür nur 2 Punkte. Ich mag übrigens keine Torte und deswegen gebe ich dir dafür auch nur 2 Punkte, weil er schlecht war. Ciao, Jakob. Danke, dass du reingeredet hast. Aber gut, du hast 2 Punkte von ihm bekommen. Nun dann fragen wir den Schiedsrichter. Omnum, wie viele Punkte bekommt der Junge? Wie viele von 1 bis 10? Oder beziehungsweise von 0 bis 10? Oh, sieht aus, als hättest du eine 3 bekommen. Also, das sind dann insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Punkte für dich, Lukas. Vielen Dank, jetzt geh bitte zu deinem Team zurück. Mach ich ja. Als nächstes kommt Bernhard. Also dann, Bernhard, Musik ab! Wir machen einen Ausflug, nur du und ich. Bernhard! Bitte mach weiter. Wir machen einen Ausflug, nur du und ich. Wir zwei. Wir gehen eine Runde und noch dazu spazieren. In den weiten Fuß, wir machen einen schönen Ausflug. Okay. Vielen Dank dafür. Jetzt geh bitte zurück zu deinem Team, Bernhard, oder warte da, wie auch immer du möchtest, und wir sehen uns die Ergebnisse der Jury an. Also dann, Uwe, sag uns, was du denkst. Dieses Lied hat mir nicht gefallen, also von mir bist du auch nicht weiter, deswegen bekommst du 0 Punkte. Schade. Na schön, dann der Nächste. Hey, Kleiner. Oder großer? Oder kleiner? Keine Ahnung. Von mir bekommst du jedenfalls immer wieder nur 1 Punkt. Ich meine das echt nicht doof oder so, aber dein Lied war scheiße.
Ja, unsere Jury, wie sie ist. Na dann, Kiana, bitte gib deine Stimme ab. Also, von mir war das Lied leider auch nicht ganz toll. Ich mag zwar Ausflüge, aber das Lied war nicht so gut wie in einem echten. Das heißt also, von mir kriegst du 0 Punkte. Okay, Kiana. Dann als nächstes Jakob. Also, das Lied war nicht ganz toll, also das war gar nicht gut, deswegen bekommst du 0 Punkte. Tut mir leid, Bernhard, jetzt fehlt nur noch die Stimme von Omnum. Tut mir leid, Omnum. Dann wird das wohl nichts, nicht wahr? Ja. Also schön, Bernhard, du hast leider nur 1 Punkt bekommen. Moment, 2 Punkte. Geh bitte zurück zu deinem Team. Als nächstes kommt Jonas aus dem Team der Kinder. Also Jonas, viel Spaß in deinem Lied. Musik ab! Wir machen manchmal Lego. Wir benehmen uns sehr toll. Wir machen heute frei. Und heute ist ja frei. Wir machen Blödsinn. Holen Schokoriegel. Und es ist etwas Süßes. Wir lieben uns. Dann wollen wir uns gehen. Sehr gut, Jakob. Hören wir uns die Antworten der Jury an. Nun denn, Uwe, gib deine Stimme. Also, das hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Ach, dir gefällt doch nie was. Ich meine, Entschuldigung, bitte rede weiter. Von mir kriegst du leider einen Nein, Jonas. Was? Das tut mir echt leid für dich, Jonas, aber die Stimmen der Jury sind unveränderbar. Nun denn, Luisa, gib deine Stimme. Also ich fand es eigentlich ganz gut, von mir bekommst du eine 4. Wow, Luisa ist heute großzügig. Na dann, Kiana, was ist deine Antwort? Also, mir hat es sehr gut gefallen, deswegen gebe ich dir 3 Punkte. Und das nennst du sehr gut, aber na schön. Als nächstes, Jakob. Leider nicht so, das war nicht so toll, deswegen gebe ich dir einen einzigen Punkt. Oh Mist, bleibt nur noch zu hoffen, dass Omnum einen guten Tag hat. Nun denn, Omnum, sag uns deine Nummer. Wow, so viel? Eine ganze 7. Unglaublich, Omnum muss dein Lied wirklich gefallen haben. Danke. Nun denn, Jonas, geh zurück an deinen Platz. Als nächstes Josef aus dem Team der Erwachsenen. Na schön, Josef, was auch immer du da machst. Mach es bitte während deinem Lied nicht. Ich übe nur. Na super, das heißt, es wird im Lied vorkommen. Egal. Musik ab! Wir machen eine Disco-Party und wir laden Gäste ein. Ja, dann machen wir und essen leckere Kekse. Und dann kriegen wir uns ungefangen und verbieten. Nennen wir die Obertreppe sind von uns hier. Das mögen wir uns immer gerne, das ist richtig geil. Also wir machen ganz lustig ihre Kleidung an. Das macht doch immer sehr groß und richtig Spaß. Alles okay, Josef? Jep, alles gut. Die Mädchen holen ihn schnell ab. Und wir hören uns seine Jurybewertung an. Uwe, gib deine Nummer. Also es hat mir sehr gut gefallen, deswegen gebe ich dir 5 Punkte. Eine Kleinigkeit ist das Problem dabei, Uwe. Der ist gar nicht mehr da, der ist doch umgefallen. Egal. Na schön. Luisa, gib deine Nummer. Ich gebe ihm auch 5 Punkte.
und ein paar Trostpunkte, vielleicht zwei oder auch nicht, dafür, dass er sich so verletzt hat. Gib keine Trostpunkte und man kann es nicht mehr ändern, also gib deine 5. Luisa, wir haben beide die gleiche Zahl. Na und, hat nichts zu heißen, wir haben halt beide 5 Punkte gewählt. Okay, eure kleine Krise werden wir dann mal ignorieren. Kiana, gib deine Nummer. Also, ich fand das sehr gut, deswegen gebe ich ihm 7 Punkte. Wirklich gut gefangen. Ja, danke. Als letztes Jakob. Also, ich hatte das... Vorletztes. Also, ich fand das gar nicht gut, deswegen gebe ich ihm 0 Punkte. Okay. Nun denn, Omnum gibt deine Zahlen. 2. Hey Jakob, ich denke Omnum und du seid beide der Meinung, dass es nicht so gut war. Aber naja, zählen wir zusammen. Schön, dass es dir wieder gut geht, Jakob. Yep. Josef. Entschuldigung. Als nächstes Emily vom Team der Kinder.